Und nach 6 Stunden hat Jörg seine Sitzung bei MIG überstanden. Der Busfahrer aus Leipzig hat sich so sehr ein starkes und mutmachendes Tattoo gewünscht. Hat MIG es geschafft, ihm so ein Power-Tattoo zu stechen? Wenn du jetzt von deinem Tattoo noch was erkennst, ne? Boah, ist das geil. Auf Jörgs Arm sitzt jetzt ein kraftvoller Adler. Und der Busfahrer wäre eigentlich gar nicht hier, wenn ihn seine Frau nicht zum Casting zwangsangemeldet hätte. Es ist schweinegeil, es ist schweinegeil. Das Meisterwerk. Wunderbar. Das war Jörgs Horror-Tattoo. Ein total verunglückter Schutzengel, der seinen Job sicher nicht gut machen konnte. Jetzt ist an genau derselben Stelle ein unbesiegbarer Adler, der Jörg für immer vor dem Krebs schützen wird. Wahnsinnig, wahnsinnig glücklich bin ich. Und das habe ich nur meiner Frau zu verdanken.